Ja, hallo liebe Bastelfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Partwork Modellbau. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt zur nächsten Bauvideo-Doppelfolge. Natürlich für unser Japan-Projekt, das Space Battleship Yamato, haben wir wieder im Start. Und zwar Ausgabe 9 und 10 sind heute am Start, die wir gleich verbauen wollen. Ich kann euch schon mal die Blister zeigen. Ein Blister, zwei Blister. Und wie ihr hier sehen könnt, das sieht noch nach Getriebe aus. Und ein Endschalter, den kennen wir doch schon von der Bismarck. Ja, ist der gleiche, quasi. Und wir bekommen ein Getriebegehäuse. Es geht nämlich an den Buganker, den wir bauen, beziehungsweise nicht den Anker selber, sondern das Getriebe werden wir dafür zusammensetzen. Ansonsten haben wir eigentlich alles zusammen für das Getriebe. Dazu gibt es dann noch ein Rumpfteil, was wir ebenfalls mit dem letztes Mal schon gelieferten und ein bisschen bearbeiteten Rumpfteil dann verbinden wollen. Das hier nämlich. Das haben wir schon bekommen aus der letzten Ausgabe Nummer 8. Ansonsten haben wir letztes Mal ja auch ein bisschen viel weitergeschraubt, würde ich sagen. Wir haben mit der Decksplatte gearbeitet und dort Lichtkabel verlegt und eine kleine Spitze hier angebracht. Aber auch der Rumpf ist gewachsen um eine ganze weitere Rumpfsektion. Die Torpedorohre haben wir eingebaut und diese ganze Sektion ist dann mit an Ort und Stelle fixiert worden. Mittlerweile habe ich auch hier gekürzt, wie man sehen kann, das Ende der vier unteren Lichtkabel, damit das Ganze dann entsprechend eingebaut werden kann später. Später. Ne? Noch sind wir da nicht. Ja, das sind heute die beiden Ausgaben, die wir verbauen wollen. Ausgabe 9 und 10. Die 9 wird relativ flott über die Bühne gehen, weil wir nur das Rumpfteil mit dem bisherigen Teil verbinden werden. Und dann geht es an den Bau des Getriebes für die Buganker. Also, ich würde sagen, also ich bin bereit. Ich könnte loslegen. Machen wir auch. Genau. Legen wir los mit Ausgabe Nummer 9 und 10 unseres Space Battleships Yamato. So, weiter geht's mit Ausgabe Nummer 9. Erst einmal, die 10 kommt gleich und hier haben wir schon mal den Blister dafür. Den machen wir mal eben auf. Da gibt es nämlich schon diverse Teile für das Getriebe vom Buganker. Brauchen wir allerdings erst in der gleichen Ausgabe 10. Hier haben wir zum Beispiel einmal das Rumpfteil und eben die beiden Gehäusehälften vom Getriebe. Zahnräder haben wir schon mit bei. Ich kann die ja schon mal auspacken, weil wir brauchen die ja gleich sowieso. Und zwei Schraubbeutel, einmal mit drei Kleinschrauben. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die für die Rumpfverbindung sein werden. Und dann habe ich hier noch zwei Wellen mit drinne. Ein Blister mehr für die Plastiktonne. Und zwar Ausgabe 9. Genau, wie ihr sehen könnt, das ist nicht viel. Da werden wir nur die beiden Rumpfteile, die wir haben, einmal verbinden. Und das sind ja die einzigen Schrauben, die wir haben. Dementsprechend können wir auch nur diese beiden nutzen. Dann machen wir das doch mal eben. Drei Schräubchen, ein Ersatz. Kriegen wir ganz locker hin. Und zwar, ja, Rumpfteil 1. Ich wundere mich gerade, dass es ein bisschen locker ist, das Lichtkabel hier, aber das macht nichts. Das wird ja noch alles angeschlossen und verbunden. Also, wenn das jetzt locker ist, es hält ja an Ort und Stelle. Das ist die Hauptsache. Also, da sollte man sich keine Gedanken machen. Ansonsten haben wir hier, ja, Verbindung. Das kommt hier so übereinander, damit das schön eine Sektion bildet. Oder eine Hälfte zumindest der Sektion. Jetzt haben wir hier zwei Verbindungspunkte, wo wir das Ganze dann locker flockig verschrauben wollen. Unten haben wir, soweit ich das sehen kann, na doch vielleicht, auch ein Loch für ein Lichtkabel. Ganz unten hier. Aber haben wir jetzt noch nicht. Also von daher können wir noch nichts machen. So, einmal. Und zweimal. Und damit haben wir die beiden Rumpfteile miteinander verbunden. Das habe ich letztes Mal schon gezeigt. So grob. Das wird dann auf diese Seite kommen. Das sind die linken. Genau. Die werden sich dann hier, mal eben gucken, so anschmiegen. So wird das dann aussehen.
Aber wie gesagt, da sind wir noch nicht. Ja, legen wir uns das mal einmal zur Seite, weil den Rest des heutigen Videos, das geht heute ein bisschen flotter, denke ich, brauchen wir die Ausgabe Nummer 10, beziehungsweise auch die Bauteile, die wir gerade schon bekommen haben, nämlich die beiden Getriebegehäusehälften, die drei Zahnräder und die beiden Wellen. Schraube kann beiseite, die ist ja nur Ersatz. Und die beiden Wellen haben wir hier schon. Plus natürlich die neuen Teile, die wir jetzt brauchen. Packen wir mal aus, wenn wir rankommen. Ja. Also verklebt sind die nicht. Machen wir einfach ein bisschen hartnäckig. So. Wir haben einen uns bekannten Endschalter. Ne? Wer die Bismarck baut, wird den Endschalter kennen. Dann haben wir hier ein Zahnrad mit entsprechenden Rädern mit bei. Nochmal eine Zahnradbaugruppe mit einer Welle verbunden. Zwei Platten haben wir hier. Stehen bleiben. Haben wir hier. Dann ein Schraubbeutel mit 5 Schrauben. Alle gleich, also von daher umso besser. Ich tippe mal, dass das nur Schrauben sind, um die Gehäuseteile zu verbinden. Da haben wir nämlich 4 Schraubpunkte. Also ich gehe mal davon aus, dass wir die Schrauben wirklich nur dafür brauchen. Und ein kleines Beutelchen mit den beiden Ankerketten aus Metall. Die müssten wir hier haben. Genau, Ankerkette Nummer 1 mit einem Ring. Da, mit einem Ring mit dran. Das ist Ankerkette Nummer 1. Und hier haben wir Ankerkette Nummer, na, bist du wohl, Ankerkette Nummer 2. Gut, da wollen wir mal gucken, wie wir da durchgehen. Und zwar brauchen wir erst einmal das erste Gehäuseteil und dann mal gucken, welches. Ich tippe mal, das sieht danach aus. Das andere scheint nur Abdeckung zu sein. Dieses flachere Stück ist nur Abdeckung. Das heißt, wir bauen jetzt quasi hauptsächlich im Gehäuse selber erstmal. Und dann nehmen wir dieses hier. Und das erste Zahnrad kommt zum Einsatz. Das ist dieses hier, was schon eine Welle mit dem Inneren hat. Und zwar kommt das in dieses Loch, das mittig liegt, dieses eine, mit rein. Das kleinere Zahnrad, damit das, wo die Zähne nach oben gehen, das zeigt jetzt auch nach oben. Also einfach erstmal einsetzen. Dann kommt ein zweites Zahnrad dazu, das ist dieses hier, was auch quasi aus zwei Ebenen besteht, aber ohne Welle. Und da kommt aber jetzt eine Welle dazu, die wir extra bekommen haben. Die kommt einmal quasi hier rein, hier oben. Klack. Und dann einmal rein mit dem kleineren der beiden Zahnräder jetzt nach oben. Dann greifen die beiden schon mal und die beiden unteren schon mal ineinander. Na, jetzt gerade noch nicht. So, jetzt. Jetzt können wir uns doch nicht sehen. Greifen ineinander. Haben wir. Dann kommt hier auch das dritte Zahnrad. Das hat hier oben so einen kleinen Pin oder so ein kleines Plastikelement, das soll auch nach oben zeigen. Und auch das kommt jetzt in das dritte Loch mit rein. Da kommt auch wieder eine Welle zu und das Zahnrad drüber. Und das greift jetzt in das obere von dem hier. Und ihr seht schon, wenn es sich bewegt, drehen sich alle drei Zahnräder. Das ist schon mal gut. Haben wir. Dann legen wir uns das kurz zur Seite, brauchen jetzt einmal dieses Stück und sollen da die Ketten drauflegen, und zwar mit den Ringen einmal links und rechts drüber legen. Wir sollen jetzt gerade dieses Stückchen, was hier einen kleinen Pin hat, da nach oben halten, einfach hier drüber legen, über die Kette, über den mit dem Ring, über das Mittelstück. So, einmal. Und auf der anderen Seite genauso. So, haben wir. Und jetzt kommen die äußeren Platten dazu. Und die greifen jetzt ineinander. Und wir haben eine Aussparung quasi. Identisch. Ja. Eine Aussparung für den Pin hier oben und die andere Aussparung für die Kette. Ups, er hat gerade abgefallen, macht aber nichts.
drücken wir einmal so zusammen. Das heißt, hier oben seht ihr schon, hier oben geht es zusammen und hier unten kommt die Kette raus. Dass die Kette quasi aufgewickelt werden kann. Jetzt nochmal rüber das Ganze auf der anderen Seite. So, und da ist es. Hier noch ein Fussel dran. Der soll ja nicht mit eingearbeitet werden. So. Und nochmal. Jo. Sitzt und die Ankerketten kommen hier unten an den Löchern bei beiden wieder raus. Haben wir. Dann soll das ganze Stück jetzt hier in die beiden großen Löcher mit eingesetzt werden. Beziehungsweise die Ankerketten kommen hier einmal durch. Einmal links, einmal rechts. Haben wir gemacht und wird eingelegt. Passt. Sehr schön. Dann kommt dieses Teilchen dazu und wird jetzt hier quasi quer drüber gelegt. Das blaue Teil geht jetzt hier zum Ende. Das hat übrigens, wie man hier sehen kann, schön sehen kann, hoffentlich. Da, na, kein Fokus. Jetzt sowohl. Da, ein Plus. Und das kennen wir auch schon bei der Bismarck. Da kommt ein Motor wahrscheinlich rein, der dann das Ganze hier in Betrieb nimmt. So, das legen wir hier ein. Und die beiden Zahnräder greifen einmal hier in das untere Stück, was dieses Stückchen drehen wird und die Kette aus- und einholt. Und das andere Zahnrad greift in diese Baugruppe mit rein. So. Und dann sehen wir schon, wenn wir jetzt alles bewegen, haben wir die Funktion schon, wie sie sein soll. Aber wir dröseln das erstmal komplett auf, bis zum Anschlag. So. Haben wir. Und jetzt kommt noch der Endschalter dazu. Der wird einmal verkehrt rum, oder was heißt verkehrt rum, zumindest mit dem Schalter an sich nach unten eingesetzt, oder? Oder doch nicht? Nee, doch nicht. Ach, guck mal, die Macht der Gewohnheit von der Busy. Nein, soll doch nicht genommen werden. Der soll hier eingesetzt werden und der Schalter an sich, der ist jetzt natürlich gerade und die kleine Plastikaussparung hier, die soll jetzt auch gerade, wie sie hier ist, nach unten zeigen. Zumindest so sieht das für mich aus. Ja, genau. Soll so eingesetzt werden, dass der hier reinpasst. Genau so, wie es jetzt aussieht. Soll es sein. Und dann wird das Ganze einmal verbunden, beziehungsweise einmal dicht gemacht, das ganze Getriebe. Mit dem Deckel. Beziehungsweise der oberen Hälfte. So. Greift, greift, greift. Sehr schön. Und wird jetzt mit den vier Schrauben, die wir bekommen haben, verbunden. Und damit haben wir das Getriebegehäuse verbunden, zusammengebaut und die Hälften miteinander verbunden. So, eins schon mal. Da nochmal. Ein bisschen länger die Schrauben, ein bisschen mehr Schrauben, aber kriegen wir hin. Nummer 3 haben wir da. Drehen, 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 so. Und die vierte. Und damit ist das Getriebe soweit durch. Beziehungsweise auch schon die Bauphase 10 durch. Heute ging das mal ein bisschen flotter über die Bühne. Also, das ist das Ergebnis quasi. Wir haben hier die Ankerketten, die jetzt hier unten rauskommen und auf ihren Einsatz weiter warten. Getriebegehäuse ist soweit verbunden und Getriebe gebaut. Endschalter ist mit in Position eingebaut. So soll es sein. Und ja, das haben wir gebaut. Machen wir mal so. So. So sieht es einigermaßen gut aus. Da haben wir das und wir haben ein neues Rumpfteil bekommen und hier mit angeschraubt. Ja.
ja, die Ausgaben 9 und 10 unserer Yamato sind verbaut und wir haben heute nicht ganz so viel getan, aber wir kennen das ja, Partworks, ne? Das ist in anderen Ländern nicht anders, dass wir auch mal ein bisschen weniger zu tun haben. Auch bei der Yamato gibt es solche Folgen, ja. Und zwar haben wir ja für die nächste, nennen wir das jetzt mal dritte oder zweite, nee, dritte, nennen wir mal dritte Rumpfsektion, haben wir zumindest schon mal eine Hälfte, zumindest eine ja soweit fertig mit Bugteil und Seitenteil. Ein LED-Kabel sitzt ja noch vom letzten Mal mit dran, das haben wir angeschraubt und wir haben das Getriebe, Gehäuse bzw. das Getriebe an sich für die Ankerketten, Bugankerketten gebaut und mit dem Endschalter schon mit eingesetzt und den Endschalter schon eingesetzt. Das war alles für heute. Ja, natürlich darf eine kleine Vorschau auf die nächste Folge nicht fehlen. Und zwar gibt es in der nächsten Ausgabe die Nummer 11 und 12. Die 11 ist groß, da bekommen wir nämlich unter anderem ein neues Dex-Element. Wir haben ja schon eine Dex-Platte, die hier. Aber jetzt kommt eine weitere Dex-Platte dazu, wo wir noch ein Lichtkabel einbauen werden. Ein Rumpfteil gibt es, wo wir auch ein Lichtkabel einbauen werden. Also darum wird es dann in der Ausgabe 11 gehen. Und in Ausgabe Nummer 12 noch ein Rumpfteil. Das heißt, die nächste Rumpfsektion ist dann wieder vollständig. Wo wir auch hier wieder ein paar Verbinder haben. Das heißt, auch da werden Lichtkabel eingebaut. Und die beiden Hälften dieser rechten Seite zusammengebaut. Beziehungsweise Verbinder mit Lichtkabeln eingebaut. Wir kennen es ja mittlerweile schon, das wird noch öfters passieren, weil eben, ja, die Yamato ist ja quasi ein lebender Weihnachtsbaum. Da ist ja überall Licht und es funkelt überall. So soll es ja sein. Dementsprechend, ja, viele Lichter und viele Lichtkabel, damit die Beleuchtung ja auch an entsprechender Position sein wird. Gut, das war alles soweit für heute. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Nicht vergessen, euch in dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und meinem Kanal auch sehr gerne ein Abo zu geben, wenn ihr es noch nicht getan habt. Freue ich mich sehr drüber. Und für euch gibt es direkt Nachricht, wenn neue Videos hier auf meinem Kanal online gehen. Egal ob hier für die Yamato oder für meine anderen Live-Projekte, die es auch hierzulande gibt. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Und nächstes Mal geht es dann mit der Nummer 11 und 12 unserer Yamato weiter. Bis dann noch ein paar schöne Tage euch allen. Lasst es euch gut gehen. Genießt vielleicht die noch paar Sommertage, die gerade noch sind. Komm, ich glaube, momentan ist es ein bisschen weniger, aber ne, wechselt ja immer gerne mal. Genießt die Zeit auf jeden Fall, wenn bei euch gerade super Wetter ist. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.